Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Chris in seiner kleinen, schönen Behausung. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo, Leute. Vor allem klein. Klein, nett, aber hübsch. Ich find's schnuckelig. Ja. Ich find die super. Also, ich denke, hier haben wir erstmal genug geschnüffelt. Der Rest ist ein bisschen neidisch. Der Rest müssen wir dann schnüffeln, wenn die da sind. Würde ich sagen, zurück zu der Hotte Hüß. Und dann hey, Sebo! Und dann mal hoch nach Prayer Grill. Ach, Leute, was ich sehe, ne? Hier ist ein Sprungpad. Da oben wohnt ja Prayer, weiß ich nicht. Ich gehe mal mit dem Pferd drauf und ich denke mal, das geht nach Prayer hoch. Okay. Und man kann ja auch mit den Dinos springen. Ihr müsst nur, wenn das hochgeht, dann oben abspringen. Also, gerade ich und abspringen, ne? Wir warten mal. Mal schauen. Oh. Ja, es geht Richtung Prayer. Ja, gut, dann springen wir mal mit. Ja, wenn mein Pferd tot ist, musst du auch scheiden, ne? Bei mir ruckelt's. Oh, ganz hoch geht's aber nicht, oder? Also, ich denke, ich habe keinen Fallschaden gekriegt, normal schon, aber. Ganz hoch ging's nicht bei mir, weil es war mal zu risikoreich. Nee, du kommst normalerweise ganz hoch. Ich wäre unten an der Felsen. Ich stürze gleich ab. Ich habe Standbild. Ja. Also, der Pferd ist hier auf jeden Fall. Ich versuche das nochmal. Ich geh nochmal runter und. Also, ich denke, dass man. Oder warte. Ist ja leichter, wenn ich das dann ohne Pferd mache. Kann man hier hochrennen? Also im Moment sehe ich dich nicht auf dem Pferd sitzen. Hey. Ja, man kann hier hochrennen. Ich bin wieder da, aber es ruckelt extremst. Sehr schön. Und auf der Mini am Pferd sitzt niemand. Warte. Jetzt? Ja, jetzt. Die kleinste Pferde unterwegs. Wir reiten hoch, Mini, oder? Ich lasse das Pferd mal hier stehen. Ich versuche das nochmal mit dem Schuh. Ich weiß noch nicht mal, wo hier ist. Ich auch nicht. Ich bin über euch. Hoch. Direkt über euch. Da kommen wir aber. Da kommen wir hoch. Nee. Ja, da kann man an der Seite hochlopern. Will da aber versuchen, nochmal hochzuspringen. Ja, mir gerade das ein bisschen knapp aussehen. Ich wollte kein Risiko ein. Ja, ich hatte ja dann Standbild, also, ne? Ja, deswegen bin ich jetzt hochgerutscht. So. Ja, warte an deinem Bett. Ja. Ja, warte uns schimmelig. Ja, bei mir ist das auch momentan ein bisschen am ruckeln. Ich weiß nicht, ob Windows wieder nebenher was macht oder so. Ja, genau, deswegen war es mit dem Rollback. Irgendwie war es wahrscheinlich bei mir ein Rollback, weil ich war wieder unterhalb vom Berg, dann bin ich lieber abgesprungen. Okay. So. Bevor da jetzt irgendwas schief geht. Und dann mal versuchen. Ich sehe dir. Guck, das passt doch. Also, ja, aber ich stelle aber vor, du hättest das Pferd unter drunter, dann wird es vielleicht eng. Wenn es nicht ruckelt, glaube ich, dann passt das. Ja, aber mir war das jetzt sicher. Ja. So, und hier ist dann. Ah, diese war klar, die Basis. Prayer und Chris zusammen. So, da ist ja fast nichts da. Stell das mal ab und dann können wir mal hier schnüffeln gehen bei Prayer. Schnüffeln, wie sich das auch hört. Könnte man wieder leicht falsch verstehen. Ja. Töpferchen, dein Pferd folgt dir, ne? Oh. Ach, guck mal, die haben einen richtigen Pferdestall gebaut. Ach, guck ja. Mal. So Boxen direkt. Mhm. Nein, so wie bei euch. Mini, warum haben wir das nicht? Weil du da so ein Ding dahingesetzt hast. Oh je. Ja, das ist. Den Schuh ziehe ich mir diesmal nicht ab. Okay. Das ist auch cool hier so. Ja. Schön dekoriert. Abzeichen. Ja, ja. Zweiter Platz, erster Platz. Ja, ja, ja. Ja, wo ist noch Büro jetzt hin? Ich bin hinten wieder raus und bin gerade Richtung Mammut. Frau Manni. Ich stehe gerade bei Frau Manni. Hier an der Pagode. Muss doch überall gucken. Ach, guck, die haben sogar einen kleinen Tümpel hier. Ist der echt, oder? Ja. Ja, das kannst trinken.
kleinen Steg hier rangebaut, das ist ja putzig. Ja, kann ich an, ne? Der Platz ist auch gut gewählt, kann man nichts sagen. Ja. Und hier ein Schlafi. Ach, hier die großen Gärten, Leute, die sind noch da, weil wir die HG-Mod genutzt haben. Ich mag die Schlafis hier. Oh! Ja, du darfst nicht zu dicht rangehen, ansonsten wieder. Oh ja, ich bin eben erschrocken, Schlafi. Ja, dann werden die wach. Freier ist ganz stolz. Ja, ich zu einer will ich auch noch, muss ich gucken. Ach, hier hinten gibt es auch ein Kleintiergehege. Oh. Ach, wieder Rollback. Oh, er legt sich wieder hin. Oh ja, hier ist alles verdreht. Ja. Schick. Das ist auch gut, ja. Hier hoch. Hier oben scheint die Werkstatt zu sein. Ja. Okay. Wie gesagt, Leute, ich denke, wenn Freya dann da ist und der Chris, dann können wir uns beides mal in Ruhe angucken. Mal reingucken. Aber bei der Größe, ach, da oben geht's auch noch weiter. Ja. Ach, oje. Da ist ein Turm. Und, oh, okay, gehen wir dann. Ja, da unten geht's noch weiter. Ja, habe ich gerade gesehen. Ach, oje. Ah, der Turm ist ja cool, ne? Turm ist genial. Wie eine Rakete, die gleich startet. Da hätte ich vielleicht sogar die Fenster komplett ohne die Rahmen innen gemacht, weißt du? Ja, der ist aber auch noch nicht fertig, ne? Wollte ich gerade sagen, der sieht noch nicht fertig aus. Obwohl hier oben schon Turmbewohner ist. Eine Hyäne. Ob das der Leuchtturmwärter ist? Hm. Nee, heißt Hyäne. Oder Hyäodon. Hat keinen Namen. Oh, ist dann schlecht. Ach, unten stehen Gachas drin mit Eulen. Kann man von oben sehen. Cool. Ach, herrje. Die haben das auch gemacht mit den Plattformen, wie wir mit den drei. Ach, herrje. Ja. Gewaltig. Mini, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die haben mehr Drachen und so als wir. Tja. Schau mal links, die Gebäude sind auch nicht. Ach, da sind auch noch Gebäude. Sehr schön. Sehr schick. Ja. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe mal runter. Och, hier Mini, unten. Mini ist es schon unten. Werten sich da gerade wegen. Oh ja. Ich war das aus Versehen. Ich habe vergessen, X zu drücken. Hast du keinen Textur an? Nein, ich habe hier keine Textur an. So. Ich tue mir weh. Okay. Hey. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Also wenige Shadowmen sehe ich. Aha. Weniger, ja, ich wollte gerade deswegen sagen, ironisch. Ach, guck mal hier, cool, ne? Ja. Der sieht cool aus. Na, fett. Ja, Schimmergriffen. Steht da irgendwo? Nee, da steht echt Schimmergriffen dran. Da ist, ich dachte, da wäre irgendwo mein Brandzeichen drauf oder so. Nein. Hier lese ich Pyro, aber es ist Durchstriche. Hab ich dich hier vergessen, du schönes Ding? Ach, nein, je. Hast du nicht. Ach, die Shadowmates, die muss ich nur von oben betrachten, ne? Ja, es sind einige, aber geniale Farbe teilweise. Guck dir die mal hier an. Oh, Mini, die hatten schöneres Rot, als wir drin haben, ich ne? Ich weiß. Bei dir. Boah. Freya ist schon für mich am Rumklüngeln und Machen und Tun. Ach, je. Sehr schön. Wahnsinn. Ach, guck, die haben auch hier Drachen mit diesem extremen Rainbow-Effekt. Hm. Eine Flügel. Sehr cool. Och, hunderte Quetzalz. Eisdinger, die haben wir auch noch nicht gezüchtet. Ne? Ich glaube, wir haben schon zwei Stück oder so, oder drei, aber
Wir haben keine gezüchtet bis jetzt. Ja, ich hatte doch dann meinen und dann war gut. Ja. Griffins hat sie ab. Nee, ich meine hier diese Eisviecher, diese Crystal? Managam. Ach so. Also wenige Griffins sehe ich hier in deiner Tür. Hier diese Rundbauten, wo du dann in der Mitte runtergucken kannst, sind auch cool, ne? Ja. Ja, die habe ich schon gemeint, die sind super. Ja. Die Idee eigentlich, einfache Idee, man kommt nicht drauf, gell? Ja. Ja, hat halt nur zwei Griffins oder so, ne? Ja, und zwei pro Quadratmeter oder so. Ne? Auch hier unten die Tapete sieht auch cool aus, ne? Ja. Mit den Farben hier. Ach, hier ist ein Ausgang. Und, Ach, das ist offen. Na toll, ich bin extra von oben reingeflogen, ne? Auch. Pyro, du bist eindeutig zu wenig hier. Hier ist aber, hier ja. ist... Oh, hier sind Tylas drin. Ja, da ist aber auch genug Platz in dem Teil hier, ja? Ja. Oben, unten und... Oh, super. Oh, das sieht aus wie so ein Teleporter, das eine, oder? Ja, aber so groß. Oder das sind mehrere Teleporter zusammen. Vier Stück, ja. Ja. Ja, das sind mehrere. Jetzt hänge ich aber da oben. Ups. Auch nicht schlecht, ne? Die so aneinander zu setzen. Ist auch mal eine Idee. Ja. Tja, von hier unten, das funktioniert aber irgendwie nicht. Die sind zwar da, aber... Also, die sind dann zu tief, wenn du von hier nicht hochkommst. Ja, die sind ein Stück zu tief. Da müsste man erst Foundation hinsetzen oder so. Meinetwegen Glas Foundation oder sowas. Von hier dann so rüberziehen. Und dann die da draufsetzen, dann geht das. Etwas höher halt. Ja. Alles gut. Ach, hat auch ein Tech-Labor, siehst du. Hat auch einen Bob. Wir haben unseren bemalt. Unser sieht schöner aus. Da, 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 da. Das würdest du sie nicht zweimal sagen lassen. Hast du auch so eine schöne Konsole? Ja. No. Ich weiß. Ich weiß schon dort. Mir auch noch nicht. Ich war ja schon mal bei Freya, aber... Ja, das alles, ist schon eine Weile her. Alles habe ich ja auch nicht gesehen. Ach, guck mal, da hinten wird auch gebaut. Ich sehe dahin Strukturen. Vielleicht ein Tor. Nö, oder? Weiß es nicht. Ah. Nee, das sind Zähmgehege. Nee. Doch, das sind Taming-Gehege. Warum stirbst du nicht? Die Sau. Sieben Leben. Ja. Ich hab Videobeweis. Ich hab genau getroffen. Hätten wir jetzt auch gesagt. Oh, ich bin gefangen. Ich bin in der Falle drin. Ich komme nicht raus. Vorbei. Denk ja, mal, und wenn du sogar... gerade draufstehst, da macht Chris seine Trodons drin. Oh, Trodons bin ich ja nicht so der Fan von, ne? Hier drin? Ja. Ja, Trodons treffe ich immer nachts im Dunkeln. Ja, wenn du die leuchtenden Augen siehst, dann solltest du, ne? Ja, ja. Beine in der Hand nehmen. Meistens am Anfang von der Karte, wenn ich die sehe, nehme ich die Beine in die Hand. Besser ist, ne? Die sind aber auch jetzt fies. Ne? Jetzt nimmer, jetzt können sie kommen, aber am Anfang. Geh jetzt mal hier hoch, ob hier auch noch was kommt. Seht ihr mich? Ja, ne? Ja. Geh da hoch, dann kommt ein Rex. Weißt du? Dann geht Topper die schwarzen Perlen einsammeln. Ja. Beim Rex. auf das falle ich nicht drauf.
Mehr Mut zur Lücke, Topperchen. Ja, wir haben echt schon Glück mit der Truppe, weil diese Scherze kann man ja nicht mit jedem machen. Manche, die nehmen die dann ernst oder so, deswegen, wir haben schon richtig Glück mit der Truppe, dass man hier rumflaxen kann und sowas, ohne dass einer gleich beleidigt ist oder so. Warum soll man beleidigt sein? Wenn ich schon scheine Pelle-Orgebote kriege. So, ich denke, dann haben wir den Großteil, denke ich mal, gesehen von Freya. Es wird die Pferde wiederfinden. Die sind hier vorne. Ich stehe hier vorne. Ja, eure. Meins ist da drüber. Ja, am Stall. So, mal auf Karte gelinselt. Ja, wir müssen dahin. Dahin. Und da geht es dann Richtung Topper. Wir sind ja in der Nähe von dem echten Gebäude von Fisch, ja? Von was? Wo ihr eure echte Hütte gehabt habt. In der Nähe sind wir da. Ja. Müssten wir, glaube ich, fast dran vorbeikommen, ne? An der Pferdestatue da oder ja. So. Ja. Ist mir jetzt was gerade eingefallen, weil ihr wartet ja ganz am Anfang. Ja. Ist aber bestimmt noch ein Stück weg. Ist sie nicht da unten auf dem Vorsprung? Die ist zwar jetzt noch nicht reingeladen, aber ich glaube, da unten auf dem Vorsprung ist die. Das werden wir gleich sehen, wenn wir näher hingehen. Ja. Und wer rennt da wieder vor der Reite wieder voraus? Die Mini. Mhm. Die Mini müssen immer bremsen bei sowas. Ich finde es Mini. Und ist es hier? Naja, oder? Nee, das. Der Vorsprung. Ist noch ein Stück. Kommt gleich erst. Also links ist doch ein Pferd, guck doch mal links. Ja, aber das. Das ist aber nicht. Das war das aber nicht. Das war es aber nicht, gell? Ja. Nee. Da, ich glaube, da unten der Vorsprung ist das, wo wir jetzt drauf zugucken. Aber das okay, wird glaube ich, noch nicht reingeladen. Also bei mir zumindest nicht. Gut. Wir werden es merken. Bei euch war auf jeden Fall irgendwas Goldenes davor gelegt. An dem Pferd irgendwie so Gold. Neben drauf, oder? Werden wir gleich sehen. Ja, irgendwie wie so ein. Lawine. So war arg cool, dass du am Berg entlang jetzt reiter. Oh, ich sehe einen Spiner ohne links. Da. Ja, und links. 180er Level. So schön ist er dann auch nicht. Ja. Nee, aber das ist nicht unser Vorsprung. Nein, das war da vorne, wo die ganzen Tannen stehen. Da rechts oben? Vorne, ja. Ja. Ja, dann lass mal da hindüseln. Vielleicht gehen wir runter und reite von unten an den Weg hoch, oder bin ich oben rumreite? Ui. Ich wollte eigentlich da die Schräge hoch, aber das klappt gerade nicht. Okay, dann kommen wir runter zu dir, oder? Ja, mach mal. Wir gehen mal von der anderen Seite runter, den bequemeren Weg, Mini, oder? Mhm. Aber hier unten epischer Loot, steht Topper dran und so. Ja, mir kommen, aber ich will nicht runterfallen. Mir kommen schon, oder, Mini? Ja. In dem Blut sind bestimmt schwarze Perlen. Aber sowas. Kann man hier runter jetzt? Nope. Auf der anderen Seite geht's aber runter. Ja, hier könntest du. Ja, geht's? So leicht schräg, denke ich. Tja, Leute, lassen mich hier unten mal im Regen alleine stehen. Ah, hier geht's. Ja, wir kommen schon. Nee, ich erscheine, wenn dann. Ja, das meine ich ja. Ach, da hinten sind die Beichtröten. Da hinten ist Mini und Topper. Ja, am Loot-Zimmer. Am epischen Loot, ne? Ja, am Loot. Hier ist ein Loot. Hier ist ein Loot. Okay. Ich sammel den mal ein. Ja. Ein grüner. Ach, je. Ganz dolle Sachen.
Ja, echt toll. Ich hab's ja nicht Sehe schon. gesehen. Ach, das ist gar nicht Pyro. Nö. So. Wo ist Sind denn schon noch wisst du? Pyro? Wisst ihr? Ah, da Ich vorne. sehe Ach, euch. da. Ich sehe dich jetzt auch. Aber sein Pferd reitet alleine. Dein Ja. Pferd reitet bei mir alleine. Ja, ich sehe dich auch nicht. Okay. Der Jetzt? Pyro kann zaubern. Ja. Komm, versteck dich besser Ja. wieder. Pyro kann zaubern. Kann zaubern, dass Luft stinkt und so. Oh, das ist eklig. Erst war nichts, dann war Gestank. Ciao. Ihr könntet ruhig auf mich warten. Ja, ich warte. Vorne ist doch diese Statue dann gewesen, auch auf dem Abhang. Also. Ja, da Ja. oben. Ist doch ein ganz schönes Stück, gell? Ja. Geld, ne? Sind Also sie mit dem auch. Flieger war man schneller dort. Aber es ist cool, mal wieder Pferde. Oh, da kann man vielleicht rüber, da vorne. An der Stelle, wo der Pyro jetzt schon vorausreitet. Hölle. Ja, ich. Muss gucken, ob alles in Ordnung ist für euch hier. Bin quasi der Scouter für euch. Und ist er gerade ganz mutig an den Dodos Ja. vorbeigeritten. Also Todesmutig. hier, wenn du hochguckst da vorne, dieser Absatz, da war eure erste Hügel, glaube So. ich. Ah, ich hab's geschafft, bis ganz darüber. Oh. Ich auch. Aber irgendeiner kickt mich immer wieder runter, Leute. Ja, Mini hat mich weggekickt und ich hab dich dann Tja, weggekickt. Mini kann's halt, ne? So, und hier müssten wir eigentlich schon hoch können, glaube Was die Mini kann, das tut sie auch. Ja, natürlich. Aber hier Ey, müssten wir. komm, die Mini kann schon nicht viel, ne? Oh! Was? Was? Komm. Hyäne! Schlag sie, beiß sie, betäub sie. Jetzt hauen sie schon ab. Gut. Ja. Oder das war doch da oben. Ich bin mal nicht sicher. Ja, wir gehen jetzt hier hoch und dann nach links. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Warte mal, hier unten ist eine Höhle. Was? Wo bist du denn? Ein Stiefer da unten gerade. Ja, da ist eine Ressourcenhöhle. Sicher? Ja. Ja. Da ist. Waren wir da nicht schon drin, Mini? Ja, ne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Warte, wir gucken. Gucken wir lieber nein. Seid ihr jetzt? Latsch ruhig über mich drüber. Ja, wenn du dich nicht bewegst, dann, ne? Boah, guck mal, so angeschossen jetzt. Hier ist es, meine ich. Hier wart ihr schon drin? Wir sehen deinen Namen gerade nicht. Einfach weiter runter, ein Stück. Ja, wir sind schon ganz unten. Links, Ach links. da. Ach da. Ich meine, das wäre hier Ressourcenhöhle, wo wir schon drin waren. Gucken kostet nix. Sollen wir mal reinreiten, oder? Ja, klar. Dann reit mal voraus. Nee, das ist nicht die Ressourcenhöhle. Aber six. Okay. Dann lass ich's fährt mal hier stehen. Hier steht's. Okay, dann stellen wir es hier ab. Steht's ja safe. Moment, ob es Folge tut es nicht. Ja. Zeit. Ich gehe mal eben vorne zum Eingang nochmal hin und Sind zeige. eure passiv? Entschuldigung, dass ich. Nee, die lasse ich auch neutral. Und Ähm. gebe mal die Koordinaten. Und ihr könntet auch hochkommen. Ich glaube, Mhm. die Höhle. Ich zeige keine Koordinaten. Die Höhle machen wir beim nächsten Mal. Ja. Ja, ich bin. So.
Dann sind die drei hier schon wieder an der Höhle und gucken nach. Wir haben natürlich keine Höhlenrüstung an. Natürlich nicht. Egal. Wir sind auf jeden Fall da, sind motiviert, um zu gucken, was deine Höhle ist. In dem Sinne würden wir erstmal sagen, tüdelü und tschü. Tschüss. Tschüss.